Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist Darmkrebs. Was kann ich dagegen tun? Was tue ich, wenn ich ihn habe? Was wird getan? Als Gast und Experten haben wir Herrn Professor Schneider von der Universitätsklinik in Heidelberg gewonnen. Professor Schneider ist stellvertretender Direktor der Klinik für Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie und Transplantationschirurgie. Professor Schneider, guten Tag. Und was kann man tun, wenn jetzt Darmkrebs diagnostiziert wurde? Was mache ich jetzt? Ja, diese Diagnose wird ja in der Darmspiegelung mit feingeweblicher Untersuchung gesichert. Und sobald sie gesichert ist, schließen sich einige Untersuchungen an, bei denen es vor allem darum geht, herauszufinden, in welchem Ausmaß der Tumor sich ausgebreitet hat. Das wird in Stadien eingeteilt und das einzuteilen anhand weiterer Diagnostik ist ganz wichtig, weil die Therapie, über die wir gleich auch sprechen werden, sich an diesen Stadien orientiert. Das heißt doch jetzt eigentlich, dass von vornherein der Chirurg involviert wird und wir eine chirurgische Maßnahme anstreben beim Krebs, Darmkrebs. Ja, bei allen Tumorerkrankungen gilt, es sind, so sollte es sein, von Anfang an alle Fachdisziplinen involviert. Das nennt man Interdisziplinarität und das ist wichtig, um mit allen heute zu Gebote stehenden Maßnahmen den Patienten bestmöglich zu behandeln. Aber die genannten Untersuchungen werden gemacht, dann in dem Tumorboard von den Experten, unter denen der Onkologe, Gastroenterologe, Radiologe, Pathologe, Radiotherapeut, Chirurg und andere sitzen und dann wird gemäß Evidenz und Leitlinien oder individuellem Vorgehen in einigen Fällen die bestmögliche Therapie festgelegt. Also braucht jeder Patient, der eine Darmkrebsoperation über sich hat ergehen lassen müssen oder lässt, einen künstlichen Darmausgang, einen Anus Preta? Einige, aber sehr wenige Patienten mit einem Dickdarm- oder Enddarmkrebs brauchen das. In aller Regel brauchen das Patienten, die einen Enddarmkrebs haben. Der Krebs des Enddarmes, der sitzt da, wo der Enddarm nun mal ist, oder der Mastdarm vor dem Anus im Becken. Und da gibt es genaue Regeln, wie der Chirurg das operiert. Und es gehört auch dazu, wenn man eine Nahtverbindung macht zwischen dem Dickdarm und dem Analkanal. Das ist eine Nahtverbindung, die ein gewisses Risiko hat, dass sie schlecht heilt. Und in diesen Fällen muss man zeitweise zur Entlastung dieser Naht einen künstlichen Darmausgang vorschalten, den man dann nach 3 Monaten regelhaft wieder zurückverlagert. Und dann, sagen Sie, gibt es irgendwie besondere Lebensweisen, Möglichkeiten, Medikamente, Homöopathika, Präbiotika oder sonstige Dinge, die man nehmen kann, um irgendwo etwas Gutes dem Darm dann zu tun? Wir in der Krebstherapie orientieren uns sehr stark daran, für welche Behandlungsmöglichkeiten es gesicherte Evidenz gibt, dass es was bringt. Es gibt viele Therapeutika, die in einer Grauzone sind, die nicht schaden, die aber auch keine Evidenz haben, dass sie wirklich etwas bringen. Ich würde einmal empfehlen, was gut für den Darm ist, ist eine gesunde Lebensweise. Das ist zunächst einmal gut. Und was auch wichtig ist, das hatten wir mehrfach betont, rechtzeitig die Vorsorgeuntersuchungen zu machen, insbesondere wenn man ein erhöhtes Risiko hat. Und alles darüber hinaus entbehrt der schulmedizinischen Evidenz. Richtig, das bedeutet aber auch, wenn ich operiert worden bin, dann muss ich weiter kontrolliert werden und weiterhin, sagen wir mal, in der Vorsorge weiter beobachtet werden. Nach der Operation bekommen die Patienten eine Tabelle, welche Nachsorgeuntersuchungen nach einer Darmkrebsoperation in welchen zeitlichen Abständen notwendig sind. Da geht es erneut darum, falls was wiederkommen sollte, es rechtzeitig zu erkennen. Denn falls was wiederkommen sollte, kann man es immer noch gut behandeln. Vielen Dank, Professor Schneider. Das war auch motivierend und ermutigend, wenn man hört, dass doch bei früher Erkennung 90%
der Krebspatienten geheilt werden können, dann finde ich das großartig. Das heißt, wir müssen uns alle entsprechend vorsorgen und gut nachsorgen und uns an eine, das tut mir manchmal leid, doch richtig an Schulmedizin halten, denn das ist evidenzbasiert und das hilft auch. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, dort können Sie diese Sendungen alle jederzeit wieder sehen. Und ganz wichtig, vielen Dank und bleiben Sie gesund.